Hier sind 15 der brutalsten Fouls der Fußballgeschichte. Und unsere Nummer 15 ist ein Foul von einem Spieler, der normalerweise für seine nette Art bekannt ist. Es war das letzte Gruppenspiel der Champions League 2018 zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München. Beide Teams kämpften und schossen jeweils ein Tor. Doch in der 75. Minute, da flippte die Ajax-Bank aus. Thomas Müller will einen langen Passer nehmen und fliegt mit hohem Bein zum Ball und übersieht dabei den Ajax-Spieler, der den Ball köpfen will. Der Bayern-Spieler trifft Tagliafico mit den Stollen direkt am Kopf. Dieser erleidet eine Platzwunde und muss am Platz behandelt werden, konnte dann aber weiterspielen. Müller durfte früher duschen, glatt rot. Dieses Foul war schlimm, aber keine Absicht. Unsere Top 3 aber sind einfach nur brutal. Warum hat er das nötig? WM 1990 in Italien und Kamerun gelingt die Überraschung. Sie schlagen den Weltmeister Argentinien mit 1:0 im Eröffnungsspiel. Doch es gibt eine Szene im Spiel, die der Fußballwelt für immer in Erinnerung bleiben sollte. Kurz vor Ende des Spiels gibt es einen Konter, angeführt von Claudio Caniggia. Selbst der Schuh hielt dem Tackle nicht stand. Massing wurde vom Platz gestellt und dieses Foul wurde eines der schlimmsten Tackles bei einer WM jemals. Und ja, Fußball lebt von Emotionen und manchmal kochen die Gemüter über. Unser nächstes Foul ist von einem Spieler, der wirklich sehr oft foult und als einer der unsportlichsten Fußballer der Welt gilt. Viertelfinale im spanischen Copa del Rey. Barcelona mit Superstar Messi spielt gegen den Erzrivalen Madrid. Messi ist wie so oft nur durch ein Foul zu halten. Und als er am Boden liegt, macht Pepe das hier. Er tritt ihm auf die Hand. Messi krümmt sich vor Schmerzen und Barcelona flippt aus. Zu Recht. Der Schiedsrichter sah es nicht und Videoassistenten gab es damals nicht. Daher bekam Pepe keine Strafe. Messi konnte weiterspielen und leitete das Siegtor ein. Nach dem Spiel entschuldigte sich Pepe und sagte, dass er unabsichtlich auf die Hand getreten ist. Sorry Pepe, schaut nicht wirklich so aus. Und auch für das nächste Tackle gab es keine gelbe oder rote Karte, obwohl dieses Foul den Spieler fast umgebracht hätte. 1988 spielten die Rangers gegen Steaua Bukarest und die Schotten sind ja für ihre ruppige Art bekannt, aber Graham Souness ging damit ein wenig zu weit. Rücksichtslos und gefährlich. Damals waren die Stollen aus Eisen und nicht wie heute aus Plastik. Der gefaulte Spieler musste operiert werden. Und im Krankenhaus erfuhr er, wie ernst die Situation gewesen war. Einer seiner Lymphknoten war geplatzt, was ihn in Lebensgefahr hätte bringen können. Zum Glück verlief alles gut. Und Graham, ja, der bekam nicht mal eine Karte für seinen Tackle. Das waren noch raue Zeiten im Fußball. Und wir bleiben in England. Die Premier League ist ja bekannt dafür, ein wenig härter hinzulangen. Und John Terry war dafür bekannt, ein knochenharter Verteidiger zu sein. Aber dieses Tackle schlug ihn buchstäblich bewusstlos. Es war das League Cup Final zwischen Chelsea und Arsenal und es stand 1:1 zwischen den beiden. Chelsea bekam eine Ecke und Terry ging mit nach vorne, um ein Kopfballtor zu machen. Abu Diaby will den Ball wegschlagen und Terry versucht gleichzeitig einen Kopfball. Keine gute Kombination. Er verschluckte seine Zunge, atmete für kurze Zeit nicht und musste auf dem Feld behandelt werden. Zum Glück erholte er sich. Aber erinnern kann er sich nicht mehr an das Ganze. Zumindest schoss Didier Drogba das 2:1 und machte Chelsea somit zum Gewinner des Spiels. Das nächste Foul war auch in einem wichtigen Spiel und führte fast zu einer Schlägerei zwischen beiden Teams. Wir sind wieder in Spanien im Supercup 2011 zwischen Real Madrid und Barcelona. Ja, ihr erinnert euch an Pepe? Barcelona führte mit 3:2 und wir sind bereits in der vierten Minute der Nachspielzeit. Fabregas. La entrada de Marcelo, le va a echar. Marcelo hat keine Chance auf den Ball und grätscht Fabregas brutal von hinten um. Purer Frust und glatt rot. Im Handgemenge danach kniff Mourinho dann noch einen Barca-Trainer am Ohr. Villa und Özil schubsten sich und ja, es wurde sehr unübersichtlich. Pinto, David Villa, Marcelo und Özil bekamen alle eine rote Karte und mussten die letzten Sekunden von draußen zuschauen. Axel Witzel war ein wichtiger Spieler beim BVB in den letzten Jahren. Aber als sein Stern 2009 gerade erst aufging, da machte er eines der schlimmsten Tackles. Und einige forderten damals sogar, ihn aus dem Profifußball zu verbannen. Damals spielte der junge Witzel für Standard Lüttich. Er war Teil der goldenen Generation Belgiens und die großen Clubs der Welt hatten ein Auge auf ihn geworfen. Doch im Spiel gegen Anderlecht passierte dann das. Witzel brach dem Gegenspieler das Bein. Er bekam eine rote Karte und wurde für 8 Spiele gesperrt. Er beteuerte immer wieder, dass das Ganze unabsichtlich war.
Bei unserem nächsten Tackle kann sich der Übeltäter aber nicht rausreden. Dieses war einfach nur brutal. Es ist WM 2010 in Südafrika. Niederlande mit Arjen Robben trifft auf spanisches Tiki-Taka mit Iniesta und Xavi. Wir sind in der 28. Minute. Es steht 0:0 und bei einem hohen Ball passiert das. Nigel de Jong als Kung-Fu-Kämpfer gegen Xabi Alonso. Verständlich, dass die spanischen Spieler sauer auf den Schiedsrichter einredeten. Der Engländer Howard Webb gab aber nur eine gelbe Karte. Kaum zu glauben, wenn man diese Bilder sieht. Alonso konnte zum Glück weiterspielen und da Robben am Torhüter scheiterte, gewann Spanien am Ende die WM. Und Alonso schien all die Schmerzen vergessen zu haben. Dieses Foul in der Bundesliga hatte aber kein so schönes Ende. Und der verletzte Spieler verklagte sogar den Spieler und den Trainer. 1981 spielte Bielefeld gegen Werder Bremen. Ewald Lienen will am Gegenspieler Siegmann vorbei. Die Eisenstollen schlitzten Ewalds Oberschenkel auf. Das Ganze war so schlimm, dass ich euch die Bilder nicht zeigen kann, sonst sperrt mir YouTube das Video. Der Spieler erholte sich erst nach 4 Wochen von der Verletzung, aber verklagte Siegmann und Otto Rehhagel, den damaligen Werder Bremen Trainer. Er hatte, so die Anklage von Ewald, seinen Spieler zum Treten animiert. Die Klage aber scheiterte. Das Ganze ging trotzdem nicht spurlos an allen vorbei. Beim Rückspiel saß der Trainer Otto Rehhagel sogar mit kugelsicherer Weste auf der Bank. Es gab Morddrohungen gegen ihn. Und Morddrohungen bekam auch Martin Taylor nach seinem Foul an Eduardo. Wir sind zurück in der Premier League. Birmingham City spielte gegen Arsenal. Ein unglaublich brutales Einsteigen von Martin Taylor gegen Arsenals Eduardo. Dieser brach sich Schien und Wadenbein. Das Ganze war so verstörend, dass selbst im Fernsehen keine Wiederholungen gezeigt wurden. Taylor wurde für 3 Spiele gesperrt und Eduardo kam erst nach einer langen Verletzungspause zurück. Aber er wurde nie wieder der Alte. Und unsere Nummer 5 passierte 2 Jahre später. Wieder ein Premier League-Spiel. Wieder wurde ein Spieler von Arsenal gefoult. Der Stoke City-Spieler Ryan Shawcross geht mit ausgestreckter Sohle in den Zweikampf und bricht Aaron Ramsey das Bein. Shawcross bekam eine rote Karte und wurde für 3 Spiele gesperrt. Arsenal-Coach Arsene Wenger und der Rest des Teams waren außer sich. Der 19-jährige Ramsey war gerade dabei, sich einen Namen in der Fußballwelt zu machen. Und viele hatten Angst, dass seine Karriere bereits zu Ende war. Zum Glück konnte er sich trotz dieser schlimmen Verletzung zurückkämpfen. Und jetzt zu einem Foul, das dem Spieler sogar einen Spitznamen einbrachte. Der Schlechter von Bilbao. In den 80er Jahren war Atletico Bilbao gegen Barcelona das, was heute Real Madrid gegen Barca ist. Bilbao wurde damals 83 Meister. Barcelona holte sich den Cup. Und in der 4. Runde der neuen Saison trafen die beiden Teams zum Knüller aufeinander. Die spielstarken Katalanen gegen die knallharten Basken. Es stand bereits 2:0 für Barca und Maradona schnappte sich im Mittelfeld den Ball. Goiko kam mit einer Blutgrätsche angeflogen und brach dem 25-jährigen Maradona den Knöchel. Dieser musste für mehrere Monate aussetzen und Goiko wurde für 18 Spiele gesperrt. Wir sind in den Top 3 angekommen und zurück in die Premier League. 2006 spielte Manchester City gegen Portsmouth. Nach einem Eckball rennt Portsmouth-Spieler Mendes zum Ball, um diesen zu klären. Völlig unnötig haut Ben Thatcher den Spieler den Ellbogen ins Gesicht. Mendes war bewusstlos, musste auf dem Feld behandelt werden und dann ins Krankenhaus gebracht werden. Das Verrückte, Thatcher bekam nur eine gelbe Karte. Hey, was muss man denn machen in England, um eine rote zu bekommen? Danach wurde er jedoch vom englischen Fußballverband für 8 Spiele gesperrt. Und noch dazu bekam er eine Strafe von seinem eigenen Club. Er musste 6 Wochen Gehalt als Strafe zahlen. Und hey, seine Wut an anderen rauslassen ist nicht okay. Aber die Wut am Abonnier-Button rauszulassen, das ist für mich als Fußball-Nerd okay. Jetzt zu einem Klassiker in der Fußballwelt. Frankreich gegen Deutschland. 1982 trafen die beiden im Halbfinale der WM aufeinander. Und es wurde unerbitterlich gekämpft. Plötzlich dann eine gute Chance für Frankreich. Torwart Schumacher läuft voll im Batiston und checkt ihn K.O. Dieser verliert mehrere Zähne und verletzt sich an der Wirbelsäule. Eines der schlimmsten Fouls jemals. Ich meine, Schumacher hatte keine Chance auf den Ball und will einfach nur den französischen Spieler umhauen. Das Verrückte, es gab keine Karte, nicht mal eine gelbe. Deutschland gewann das Halbfinale, verlor dann aber im Finale gegen Italien. Das ist mal Karma. Und unsere Nummer 1, das vielleicht brutalste Foul, war in England. Wie hätte es anders sein können? September 1997. Manchester United spielte gegen Leeds. Roy Keane und Alf Inge Haaland, der Vater von Erling Haaland, gerieten in der Partie mehrmals aneinander und 5 Minuten vor Spielende wollte Keane Haaland ein Bein stellen. Doch Keane verletzte sich dabei selber und Haaland beugte sich über ihn und schrie ihn an, er solle aufhören, eine Verletzung vorzutäuschen. Das tat Keane aber nicht. Er riss sich bei der Aktion das Kreuzband und musste lange verletzt aussetzen. 3,5 Jahre später standen sich die beiden wieder gegenüber. Haaland spielte bei Manchester City, dem Lokalrivalen von Man U, und Keane wollte nur eines: Rache an Haaland.
Warum hat er das nötig? Dafür bekam er eine rote Karte und eine 3-Spiel-Sperre sowie eine Strafe von 5.000 Pfund. Ein Jahr später schrieb Keane in seiner Biografie, dass er mit diesem Foul einfach nur Haaland verletzen wollte. Und die englische Liga gab ihm nochmals eine 5-Spiele-Sperre und eine Geldstrafe von saftigen 150.000 Pfund. Fußball ist einfach ein verrückter Sport. Und wenn ihr die 20 besten Freistöße der Welt sehen wollt, dann klickt hier. Oh, what a goal. Absolutely sensational. I don't believe it.